Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein Fertighaus mit großer offener Galerie, das der Haushersteller Keitelhaus selbst als modernes Landhaus bezeichnet. Das Musterhaus steht in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Bad Vilbel bei Frankfurt und steckt voller überraschender Raumperspektiven und spannender Details. Und wie das alles aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Auf den ersten Blick sieht das Ganze jetzt vielleicht nicht wie ein typisches Landhaus aus, aber wir haben hier relativ große Außenmaße von 10,50 m mal 13,80 m, etwa 200 Quadratmeter Wohnfläche, obwohl es oben große Lufträume, also offene Galerien gibt. Wir haben einen Kniestock, der 1,20 hoch ist und ein relativ flaches, also 30 Grad geneigtes Satteldach. Modern ist auf jeden Fall der sehr, sehr flache Dachstein, der da oben drauf ist, in so einem leichten Braunton, also nicht das übliche Anthrazit, sondern es ist alles so ein bisschen braun. Und dann haben wir noch diesen Erker hier, diesen Dacherker, diese Schleppgaube mit der großen Verglasung. Die hat etwa ein Gefälle von 6-7% und dahinter liegt ein ganz tolles Schlafzimmer, das wir uns natürlich von innen angucken. Die Dachüberstände sind 40 bzw. 30 cm breit und auch die wirken modern, weil sie eben nicht offen, sondern verkleidet sind mit so einer Dreischichtplatte, die auch in so einem Braunton gestrichen ist. Das macht das Ganze weniger rustikal. Das, ebenso wie der flache Dachstein, natürlich kein Standard, aber ein schönes, modernes Detail. Wir sehen schon, es gibt 6 Dachflächenfenster in diesem Dach, die einmal die Galeriebelichtung machen und 2 ganz spektakuläre, die das Bad belichten. Da freue ich mich schon drauf, euch das gleich zu zeigen. Aber jetzt schauen wir erstmal noch, was es hier außen Besonderes gibt. Es gibt hier eine sehr, sehr große eingezogene Terrasse mit so einer kubischen Pergola. Da sage ich euch nachher noch was dazu, wenn wir von innen rausgehen. Und die Fassadengestaltung ist ganz interessant. Das Haus wirkt ja sehr symmetrisch, es ist aber an allen Seiten leicht aus der Symmetrieachse versetzt. Das heißt, auch dieser eingezogene Bereich ist nicht genau mittig. Auch die Giebelfassaden sind nicht genau mittig. Und es gibt diese abgesetzte Gestaltung mit diesen dunklen Fassadenplatten. Das sind jetzt tatsächlich Aluplatten. Die sind sehr, sehr dünn und schick. Die sind auch sehr teuer. Man kann natürlich so einen Effekt auch erzielen, einfach mit einem dunkel abgesetzten Putz. Dann wird es ein bisschen günstiger. Ich habe mal gefragt, der Aufpreis für diese Plattenfassade sind etwa 30.000 Euro, diese partielle. Das ist eben relativ aufwendig. Wir haben ja auch diesen kleinen Rücksprung, sodass also diese Bereiche, wo die Platten angebracht sind, von oben eben auch immer geschützt sind. Das ist sowohl in den Fensterleibungen als auch auf dem Eingangsbereich als auch hier der Fall. Hinter dieser weißen Putzfassade verbirgt sich auch ein bisschen was Besonderes. Das ist ein diffusionsoffener Wandaufbau. Der Hersteller hat mir gesagt, er verkauft über 90% seiner Häuser so, obwohl das eben auch ein bisschen aufwendiger ist. Wir haben dann ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis ohne irgendwelche absperrenden Folien drin. Und der Hersteller bietet sogar zwischen den stark tragenden Ständern eine Holzfaserdämmung statt Mineralwolle, wenn man das möchte. Vorteil ist, man hat eine etwas höhere Masse da drin und einen besseren sommerlichen Wärmeschutz. Also das heißt, die höhere Masse sorgt dafür, dass es im Sommer nicht so warm wird. Vor allen Dingen unterm Dach ist das sehr empfehlenswert. Man kann schon sehen, hier dieses Element, das da zusammengefasst ist mit diesen Platten, sitzt eben auch nicht mittig auf der Giebelseite. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist innen ganz toll. Da kann ich euch nämlich zeigen, was das für die Räume bedeutet, wenn die Fenster unterschiedlich platziert sind. Da freue ich mich schon drauf, euch das zu zeigen. Wir haben hier überall Holz-Alu-Fenster drin, auch sehr hochwertig. Natürlich auch eine Aufpreisgeschichte, die solche Jalousieführungen in der Fensterleibung haben. Oben sind auch die Mückengitter und die Glasbrüstungen gleich integriert, was sehr schick ist. Und auch ein Merkmal hier, die Fensterbänke und die Austrittsschwellen sind schon im Standard bei diesem Hersteller aus Naturstein, Granit. Das ist nicht nur schön, sondern einfach auch sehr stabil und wie ich finde, wesentlich angenehmer, als wenn man da nur diese Blechlösung hat.
Hier sehen wir jetzt, das Ganze wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt. In der Ecke liegt der Technikraum dahinter. Es ist ein Splitgerät, es gibt ein Außengerät drin. Schauen wir uns das natürlich auch an. Wenn wir jetzt hier weiterkommen, sehen wir schon, auch der Eingangsbereich ist leicht eingezogen und zurückversetzt. Hier gibt es gleich ein Vordach mit so einer L-Lösung. Das heißt, das Ganze ist wind- und regengeschützt, auch mit integrierter Beleuchtung. Auch hier haben wir wieder die Platten, auch hier wieder in diesem zurückversetzten Bereich. Aber dieser Vorsprung hat innen auch noch eine andere Bewandtnis auf sich. Da verschwinden nämlich ganz schlau geplant Einbauregale. Und bevor wir uns das jetzt alles anschauen, gucken wir noch mal gerade kurz auf die Eingangstür. Hier gibt es natürlich so eine Fingerprint-Öffnung. Das heißt, das Ganze ist jetzt technisch auf dem neuesten Stand. Ansonsten ist das Haus aber technisch relativ einfach gehalten. Heißt, wir haben jetzt keine Smart-Home-Technik drin in dem Sinne, sondern elektrisch gesteuerte Jalousien. Licht lässt sich steuern. Und ansonsten ist das Ganze wirklich einfach und gut zu bedienen. Und jetzt schauen wir mal rein. Hat von der Fläche 15,8 Quadratmeter, ist also recht geräumig und hat ein Wahnsinnsfeeling durch diesen großen Luftraum. Bei einem sonnigen Tag ist es hier einfach wunderschön hell. Wir sehen jetzt hier 4 Dachflächenfenster. Die Raumhöhe ist hier bis unter die Firstfette bis zu 7 Meter. Ansonsten ist die lichte Raumhöhe im Erdgeschoss 2,62 Meter. Das sehen wir gleich in den anderen Räumen. Auf dem Boden ist jetzt hier tatsächlich kein Parkett, aber auch keine Fliese, sondern ein Laminat. Es ist ein hochwertiges Laminat. Denn das liegt hier auch schon seit 5 Jahren oder seit 7 Jahren drin und sieht eigentlich noch aus wie neu. Es ist Optik Landhausstile Eiche und was ich wirklich immer nur empfehlen kann, ist so ein eingelassener Teppich im Eingangsbereich. Muss vielleicht nicht ganz so groß sein im normalen Haus, aber das ist einfach ein Sauberlaufbereich und man hat hier keine Stolperfalle. Das erste ist natürlich, was ich immer gucke, gibt es irgendwo eine Garderobe? Da gibt es hier ganz klassisch so eine kleine Nische als Vorraum zum Gäste-WC, wo wir auch gleich reingucken. Das reicht natürlich jetzt so für das, was man im Alltag braucht. Es gibt tatsächlich noch eine zweite Geheimgarderobe, die wir uns auch gleich angucken. Aber jetzt gucken wir erstmal hier hinten dran ins Gäste-WC. Das hat 3,66 Quadratmeter, ist also tatsächlich relativ geräumig. Würde man vermutlich auch noch eine Dusche unterbringen, wenn man das möchte. Der Raum ist von der Proportion ganz geschickt geplant. Ich habe jetzt hier 1,41 Meter in der Breite. Das heißt, es lässt sich auch ein bisschen anders möblieren, dass man da so eine bodengleiche Standarddusche 80x80 auf jeden Fall noch reinbringen würde. Schlau gelöst ist auch hier die hohe Brüstung. Das ist ja die Eingangsseite. Das ist hier Brüstungshöhe 1,60 Meter. Es gibt einen kleinen Öffnungsflügel, wenn man mal schnell was ablüften muss. Da kommen auch kleine Menschen wie ich noch dran, Kinder natürlich nicht. Aber es gibt ja im Haus auch eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die in WC und Küche absaugt und in die Wohnräume Frischluft reinbringt. Und wie gesagt, so ein kleiner Öffnungsflügel ist im WC immer empfehlenswert. Was Besonderes haben wir noch hier an der Seite. Da ist jetzt mal statt Fliesen, das ist kein Glas, sondern ein Kunststoff, ein bedruckter, der hier aufgebracht ist. Der wird einfach auf Vlies befestigt. Hier oben ist eine Silikonfuge, kann man mit allen möglichen Motiven bedruckt haben. Ist auf jeden Fall eine nette Alternative zum klassischen Fliesenbelag. Und jetzt zeige ich euch mal gegenüber noch die Harry Potter Kammer, wie Matze das gerade genannt hat, wo man allerhand geheime Dinge verstecken kann. Wir haben jetzt also hier diese große offene Diele. Ich bin total begeistert von diesem Licht. Und hier unter der Treppe nochmal so eine kleine Garderobennische. Auch das reicht natürlich jetzt nicht für eine komplette Familiengarderobe. Aber hier auf der anderen Seite gibt es nochmal so eine ganz nette Einbaulösung. Da gibt es ein Regal und das kann man dann so aufklappen, sodass man also wirklich den Raum unter der Treppe für irgendeinen Kram bis hinten hin
nutzen kann. Das ist auch ganz schlau. Das Haus ist auf Bodenplatte gebaut, das heißt ohne Keller. Da muss man immer gucken, wo man noch geschickte Stauraumlösungen hat. Und auch da gibt es einiges. Zur Treppe sage ich euch nachher noch was. Jetzt schauen wir erstmal in die Küche. Ein typisch Landhauskriterium in diesem Haus ist die Küche, das absolute Herz und Zentrum des Hauses. Hier treffen sich alle Sichtachsen und zwar jetzt nicht nur auf dieser Ebene, sondern tatsächlich auch die Verbindung zwischen den Geschossen ist hier gegeben. Wir haben also hier wieder diese Öffnung zur Galerie. Das sind 2 Meter mal 2,40 Meter. Ich habe also auch hier das Licht von oben und die bis zu 7 Meter Raumhöhe. Klar ist natürlich, die akustische Trennung zwischen den Geschossen ist aufgehoben. Auch die Essensgerüche, wenn ihr jetzt gerne irgendwie Fisch anbratet oder so, steigen euch natürlich nach oben. Das muss man wissen, aber von der Raumqualität und von den Perspektiven ist es natürlich wirklich was ganz Besonderes. Hinter mir ist jetzt die eingebaute Küchenzeile, auch in so einer Nische. Natürlich könnte man das auch so machen, dass man hier bis oben hin Stauraum hat. Allerdings kommt man da sowieso nicht dran. Das muss man sich halt überlegen, wie viel man da braucht. Von der Tiefe sind es jetzt hier 68 cm. Das heißt, man kriegt hier gut was unter. Nicht vergessen, man braucht da hinten auch Licht. Einen Ticken höher dürfte das noch sitzen, weil für große Menschen, wenn die dann hier stehen und kochen, haben sie sonst ein Brett vorm Kopf. Also solche Höhenabwicklungen bei der Küchenplanung einfach auch bedenken. Natürlich könnte man das Kochfeld auch hier platzieren. Das sieht man ja oft, dass dann halt das Kochen mit Blick nach draußen möglich ist. In dem Fall ist es jetzt so, dass es natürlich sinnvoll ist. Hier sind sowieso die ganzen Installationen. Da kommt noch ein Technikraum. Das kann man natürlich dann hier mit dem Dunstabzug und so auch alles ganz gut integrieren. Aber natürlich wäre es auch möglich, das Kochfeld hier zu haben, dann natürlich mit so einem Abzug nach unten, weil hängen oder von oben kann man ja hier nichts. Der Abstand sind hier 1,10 Meter. Das finde ich auch immer ganz interessant zu wissen, wie viel Platz man hier hat. Hier sind es nochmal 60 cm. Die ganze Fläche oder die Länge von dieser Küche sind 3 Meter, sodass man hier also auch wirklich Platz und Arbeitsfläche hat. Und das hier nochmal ein bisschen hochzuziehen, ist tatsächlich ganz schlau. Erstens für die Ansicht von draußen. Zweitens kann man dann eben hier auch in dieser senkrechten Wand Steckdosen platzieren, was ich immer etwas praktischer finde, als die Steckdosen hier in der Fläche zu haben. Ob ich mir das dann weiß tapezieren würde und streichen, weiß ich jetzt nicht, denn da spritzt auch mal was, da kommt mal was hin. Also auch da würde ich euch dann eine abwaschbare Fläche empfehlen, aber das sind ja Kleinigkeiten, das wäre jederzeit möglich. Jetzt fragt man sich vielleicht, oh, so eine offene Küche, wo ist hier eigentlich die Spülmaschine, der Kühlschrank und so weiter? Das schauen wir uns gleich an. Das verschwindet nämlich hier hinter dieser Schiebetür in der sogenannten Nebenküche. Das heißt, hier kann man also anrichten und servieren mit Gästen und die dreckige Arbeit und das dreckige Geschirr verschwinden dann da. Aber bevor wir da reingucken, schauen wir uns erstmal die restliche Raumabfolge hier an. Ihr seht schon, hier hinter mir gibt es diese riesengroße eingezogene Terrasse. Das ist wirklich ein Outdoor-Wohnzimmer. Und diese Hebeschiebetür, das sind insgesamt 5 Meter. Das heißt, man kann das hier wirklich ganz aufmachen und hat dann da durch diesen Rücksprung, das sind irgendwie über 2 Meter mal 5,12 Meter Breite, einen richtigen Außenraum, der im Sommer zum Outdoor-Wohnzimmer wird. Man kann da Lounge-Möbel stehen lassen, man kann da richtig toll feiern. Klar ist aber auch, durch diesen eingezogenen Bereich wird dieser Wohnraum hier in 2 Einzelbereiche gegliedert. Ich persönlich finde das ganz schön, so einen kleinen, zurückgezogenen Wohnraum zu haben. Das sind jetzt hier 17,4 Quadratmeter. Das muss nicht riesig sein. Wenn jetzt hier ferngesehen wird, wäre das wahrscheinlich der Ort, wo das hängt. Sehr schön ist hier diese große Festverglasung. Die ist 2,30 Meter mal 1,90 Meter. Da kommt wirklich viel Licht rein. Auch an der Stelle könnte man sich eine Festverglasung vorstellen. Ihr müsst euch halt überlegen, wie ihr möblieren wollt. Spätestens, wenn ihr dann das Sofa davor stellt, macht das mit dem Öffnungsflügel nicht mehr so viel Sinn. Und auch das kann eine kleine Kostenersparnis sein. Nicht jedes Fenster muss sich
öffnen lassen. An der Stelle finde ich es schön, dass man da nochmal rauskommt auf die Terrasse. Da macht es durchaus Sinn. Und wir sehen jetzt hier auch gleich schon, es gibt hier elektrische Rollläden bzw. Jalousien, die sich dann eben auch automatisch oder auf Knopfdruck steuern lassen. Und was ich ganz interessant finde, wir haben hier einmal die Lamellenjalousien, die man dann eben auch so stellen kann, dass man durchgucken kann nach draußen, und hier diese Textilscreens, auch die halten die Hitze draußen. Auch da kann man noch so ein bisschen durchgucken, und die passen jetzt eben optisch zu dieser Terrassengeschichte, diesem Cube, den ich euch auch gleich zeige, wo man eben auch an der Seite zum Wind- und Sonnenschutz solche Screens runterlassen kann. Und da gehen wir jetzt mal gucken. In dem Raum kann man auch ganz gut sehen, wie man mit Farbakzenten so eine Raumatmosphäre verändern kann. Ich finde jetzt dieses leicht Neon-Gelb-Grün wirklich total cool, und es sind eben nur Textilien, die man auch schnell wieder austauschen kann. Ansonsten ist das Ganze ganz einfach ausgestattet, und es ist eine gute Möglichkeit, zum Raum Charakter zu geben. Wenn wir jetzt rausgehen, habe ich hier schon die Fernbedienung dabei. Wir haben hier, wie gesagt, diese 5 Meter. Das ist übrigens auch so ungefähr das Maximum, was jetzt noch so möglich ist. Denn sonst wird das mit dem Sturz hier oben drüber schon sehr komplex. Da braucht man dann einen Stahlträger. In diesem Fall ist es so, dass der Hersteller das mit Baubuche macht. Ich zeige euch das nachher. Die ist auch total verwindungsstabil und ist tragfähig. Und dann kann man eben so eine große Öffnung auch im Holzbau machen, ohne dass man zwangsläufig Stahlträger einsetzen muss. Jetzt gucken wir erstmal ins Outdoor-Wohnzimmer. Ich persönlich bin ganz großer Fan von solchen Sachen, auch wenn man hier eine feststehende Bedachung hat. Denn erstens ist jetzt das Ganze hier Schlagregen geschützt. Das heißt, diese flache Schwelle von dieser Hebeschiebetür hier ist eben auch nicht Schlagregen belastet von draußen, wenn ihr schlechtes Wetter habt. Und ihr habt hier auch wirklich einen sehr, sehr guten Sonnenschutz vor der hochstehenden Sommersonne. Dieser Raum hier draußen ist jetzt tatsächlich mit dieser kubusartigen Pergola abschließbar als komplettes Outdoor-Wohnzimmer. Man kann dann hier mit der Fernbedienung wirklich rausfahren lassen, dass die Seitenteile und auch der obere Bereich beschlossen ist. Und dann hat man hier einen Raum, der 31 Quadratmeter groß ist. Da kann man echt super feiern. Und wenn es mal anfängt zu tröpfeln oder die Sonne ballert, ist das überhaupt kein Problem. Und das fahre ich euch jetzt mal runter. Hier weiter geht es jetzt in den innenliegenden Essbereich für Winter- und Schlechtwettertage. Und ich habe euch ja schon gesagt, dieser Einschub liegt nicht genau mittig. Das sind etwa 40 cm verschoben, und deshalb ist jetzt dieser Essbereich etwa 14,24 Quadratmeter. Dieser Wohnwürfel waren ja etwa 17,5 Quadratmeter. Da muss einem jetzt klar sein, dass man natürlich dann jetzt nicht so viel Flexibilität hat, hier mal einen großen Tisch auszuziehen oder so. Aber auch so einen Raum kann man natürlich gemütlich gestalten. Hier haben wir jetzt wieder dieses Thema Öffnungsflügel. Hinter mir diese dreiteilige Tür. Da wird man wahrscheinlich nicht raus müssen. Das ist ja zur Eingangsseite hin. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass es für den Raum schön wäre, da eine Festverglasung drin zu haben. Auch das sind so Ausstattungskleinigkeiten, wo man am Ende noch so ein bisschen was am Preis drehen kann. Jetzt gehen wir hier noch in die Nebenküche, und wenn ich jetzt hier gerade so sehe, noch einen kleinen Tipp für eure Küchenplanung. Jetzt schaut mal hier so auf diese Seitenfläche und sieht hier wirklich ein Material, Patchwork, Edelstahl, Glas, Tapete, 3 Holzarten, Anthrazit. Kann man natürlich so machen, aber das könnte man auch anders machen, muss man nicht. Also nur so als kleine Idee, macht euch auch Gedanken über eure Seitenflächen.
Hier gibt es jetzt eine Schiebetür, praktisch platzsparend in die Nebenküche. Auch die hat jetzt eine lichte Durchgangsbreite von 70 cm. Würde ich euch empfehlen, macht es 10 cm breiter. Das müsste hier eigentlich noch passen, weil hier geht man mal mit einem vollen Tablett, mit einer Getränkekiste durch, mit dem dreckigen Geschirr. Das ist nämlich auch der Grund, wenn ich da so eine ganz offene Showküche habe, kann es praktisch sein, diese Nebenküche zu haben. Hier kann ich nochmal spülen, hier ist auch die Spülmaschine drin, wenn die dann Krach macht. Dann hört man es nicht im Wohnbereich. Hier ist der Kühlschrank. Hier könnte man auch noch mal einen zweiten Backofen haben für den Sonntagsbraten. Und hier gibt es noch mal so ein schmales Fenster nach draußen. Auch das muss man sich natürlich überlegen, ob man es ein bisschen breiter macht. Vielleicht einen Nebeneingang, eine Nebentür zu haben, wo man Getränke und Einkäufe direkt reinbringen kann. Und natürlich so platzieren, dass dann hier die Breite für die Küchenzeile bleibt. Hier ist jetzt im Anschluss der Haustechnikraum bzw. der Hauswirtschaftsraum. Auch über den Hauswirtschaftsraum könnte man einen Seiteneingang machen. Hier ist das jetzt so eine große Glastür, das ist natürlich schön, weil da viel Licht reinkommt, braucht man jetzt im Technikraum nicht unbedingt. Da würde ich mir wirklich überlegen, entweder ein hochliegendes Fenster, dann könnt ihr da Waschmaschine und Trockner drunter stellen. Oder ihr macht wirklich einen Nebeneingang, dass also der Handwerker, wenn jetzt Wartung ist oder wenn ihr Kisten reintragen müsst, ihr das nicht vorne rum durchs Haus tragen müsst. So ein Nebeneingang hat es wirklich in sich. Der Raum ist knapp 14 Quadratmeter groß. So viel Technik ist hier nicht drin. Wir haben hier die Lüftungsanlage hängen. Da kann man die Filter ganz leicht tauschen. Dann gibt es hier einen Pufferspeicher, einen Warmwasserspeicher. Das ist alles, was von der Heizung noch hier drin übrig bleibt, wenn man so eine Split-Wärmepumpe hat. Das nimmt also wirklich nicht viel Platz weg. Und sinnvoll ist natürlich, hier ein hochliegendes Fensterband mit einem kleinen Öffnungsflügel zu haben. Und wie gesagt, hier ist auf jeden Fall genug Platz, auch Waschmaschine, Trockner und Wäscheständer noch unterzubringen. Bevor wir jetzt hochgehen, habe ich noch zwei kleine Details vorne im Eingangsbereich für euch. Wir sind eben dran vorbeigelaufen, hier an der Glastür, da ist das Beraterbüro, das wäre ein Büro- oder Gästezimmer, dann hätte man natürlich da auch keine Glastür drin, das ist jetzt so eine Musterhausgeschichte. Dieser Raum ist 12,5 Quadratmeter groß, eine gute Proportion, um hier sowohl ein Homeoffice als auch noch ein Gästezimmer unterzubringen. Und was ich euch hier unten noch zeigen möchte, sind diese Holzgeschichten. Dem Hersteller ist es ganz wichtig, dass er versucht, eben auch nicht mit diesen Stahlwinkeln zu arbeiten, sondern mit Zimmermannsverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen. Und das ist eben die erwähnte Baubuche. Das ist also so ein ganz feines Leimholz, das wirklich fast 80% der Tragfähigkeit von einem Stahlträger aufweist und eben für so große Spannweiten wie da bei dem Austritt auch benutzt werden kann. Hier sehen wir jetzt eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Treppe. Es ist eine gerade zweiläufige Treppe in Faltwerkoptik. Die Stufen und die Setzstufen sind aus 6 cm starker Eiche gemacht, was dem Ganzen wirklich eine sehr, sehr wertige Optik gibt. Und wir haben hier ein Stahlgeländer in Schwarz. Das ist so ein bisschen Industrial Style mit eben dieser Glasfüllung drin. Auch das ist natürlich kein Standard, aber sehr schön. Und wir gehen jetzt hier hoch ins Licht. Es ist also wirklich wahnsinnig sonnig und hell und kommen hier vorbei an diesem Einbauregal, was ich euch ja von draußen gezeigt habe. Das ist also jetzt dieser Rücksprung. Das heißt, hier springt das Haus ja so ein bisschen raus und dann kriege ich hier auch in der Außenwand so ein bündiges Einbauregal hin, ohne dass da jetzt irgendwie eine Wärmebrücke oder sonst was entsteht. Und jetzt schauen wir uns mal das Obergeschoss an. Hier hoch auf die offene Galerie, die etwa 13,3 Quadratmeter Fläche hat. Sofort ins Auge, außer dieser Tageslichtflutung, fällt natürlich diese Brüstung, die hier als Einbauregal ausgeführt ist. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist 45 cm tief. Hier kriegt man also auch wirklich noch mal was unter, stauraumtechnisch. Wie gesagt, Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Ich habe gefragt, solche Einbaumöbel vom Schreiner, wie jetzt hier, die wirklich Bestandteil der Architektur sind,
bietet der Haushersteller auf Wunsch auch mit an, wenn man das will. Man kann sich natürlich auch selber einen Schreiner suchen. Hier haben wir jetzt die Öffnung, wo man nach unten auf die Küche guckt. Ich hatte euch ja schon gesagt, geruchstechnisch oder auch akustisch ist das natürlich dann offen. Man kann sich aber auch überlegen, zu den Kinderzimmern dann besonders schallschluckende Türen reinzumachen. Dann ist das zum Beispiel akustisch kein Problem. Diese beiden Kinderzimmer liegen jetzt hier hinter mir. Die sind beide von der Fläche gleich, nämlich 18,3 Quadratmeter. Von der Wohnfläche sind es dann ungefähr 16 Quadratmeter. Aber die Fenster sitzen nicht gleich. Und das schauen wir uns jetzt kurz an. Wir gehen jetzt mal hier in das Kinderzimmer Nummer 2, das auch als Kinderzimmer eingerichtet ist. Man sieht schon, auch hier ist Ausbau Dach gleich Decke. Das Ganze ist first hoch offen. Man hat jetzt hier eine Raumhöhe von 3,90 Meter und auf der anderen Seite eine lichte Kniestockhöhe von etwa 1,10 Meter. Das heißt, man kann hier ein Kinderzimmer natürlich noch gut möblieren und auch ein Bett drunter stellen. Irgendwann fängt man natürlich an, sich hier den Kopf zu stoßen. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass jetzt hier dieses Fenster so nah an der Mittelwand sitzt. Erstens wird dadurch diese Ecke ein bisschen dunkel. Klar, man könnte natürlich ein Dachflächenfenster reinmachen. Und zweitens ist es auch so ein bisschen die Frage, warum sitzt das Fenster jetzt hier so nah an der Wand? Also erstens kann ich hier keinen Schrank durchstellen. Zweitens ist jetzt hier auch noch der große Flügel, der Öffnungsflügel. Da würde ich mir überlegen, ob das nicht vielleicht der kleine Flügel sein kann. Natürlich habe ich hier auch wieder Lüftungsanlage. Das heißt, ich muss jetzt hier auch nicht ständig lüften. Aber das ist natürlich nicht praktisch. Erstens ist dieser große Öffnungsflügel nicht so gut zu handeln. Zweitens kollidiert er dann hier mit der Möblierung. Also das könnte man sich auf jeden Fall überlegen, ob man das andersrum macht. Und jetzt schauen wir kurz in das Zimmer nebendran. Es ist als Büro eingerichtet und deshalb jetzt nicht so spannend. Wir gucken trotzdem kurz rein, weil hier sitzt das Fenster nämlich anders. Hier ist das Fenster ein bisschen weiter nach da verschoben. Das ließe sich natürlich auf der anderen Seite auch machen. Man muss eben nur gucken, dass es nicht zu weit an die Dachschräge geht, denn da drüber sitzt ja auch noch der Rollladenkasten oder die Jalousie. Das heißt, da ist natürlich irgendwo eine Grenze, wie weit man das schieben kann. Aber man sieht, es passt. Dann habe ich hier erstens die Möblierungstiefe für einen Schrank und ich habe da auch nicht so eine dunkle Ecke. Und das sind eben so Dinge, wenn man sich da Gedanken drüber macht bei der Planung, kann man sich das einfach überlegen. Wenn wir jetzt darüber gehen zum Elternschlafzimmer und Bad, möchte ich noch eine Sache zu diesen Dachflächenfenstern sagen. Da kommt man natürlich nicht dran. Das heißt, die müssen elektrisch öffnbar sein. Die haben auch sowohl eine außen- als auch eine innenliegende Verschattung, denn da kommt euch im Sommer auch richtig viel Hitze rein. Aber durch diese Dachflächenfenster lässt sich die Hitze auch super ablüften im Sommer. Das heißt, wenn die dann nachts offen sind, zieht euch wirklich die Hitze hier oben raus aus dem Haus und das ist super effektiv. Natürlich haben die dann einen Regenwächter, dass die auch automatisch zugehen, wenn es anfängt zu regnen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt schauen wir als erstes mal hier rum ins Elternschlafzimmer mit integrierter Ankleide. Natürlich würde man hier auch ein weiteres Kinderzimmer unterbringen. Entweder man verkleinert die Galeriefläche, dann hat man aber natürlich die tolle Wirkung nicht. Oder man macht hier noch eine Tür. Aber das zeige ich euch jetzt noch. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Das ist ja das Elternschlafzimmer in dieser Schleppgaube drin. Das heißt, hier habe ich jetzt eine fast gerade Decke. Das ist jetzt hier 16,6 Quadratmeter. Hier vorne habe ich jetzt noch eine Raumhöhe von 2,45 Meter. Da hinten ist es ein bisschen höher. Die Decke hat hier die etwa 6 Grad Neigung, die auch die Gaube draußen hat. Und ich habe jetzt hier wirklich 3,60 Meter breit diese Fensterfront und gucke wirklich vom Bett nach draußen. In dem Zusammenhang macht natürlich die Glasbrüstung hier extrem Sinn. Und ich hatte euch ja von unten schon gesagt, das ist so eine schöne Laibung, wo diese Brüstung integriert ist und dann eben hier oben auch dieses Mückenschutzgitter gleich runtergezogen werden kann, das dann hier eben ganz sauber aufliegt auf dieser Glasbrüstung. Das heißt, wenn ihr im Sommer mit offenem Fenster schlaft, fliegt euch da auch nichts rein. Und es ist eben eine sehr saubere und schöne Lösung, die gleich sehr gut integriert ist. Hier offen angeschlossen gibt es eine Ankleide, die eine Bodenfläche von 12,5 Quadratmetern hat und eine Wohnfläche, durch die Schräge geht ja ein bisschen was verloren, von 10,5. Durch die Schräge stellt sich natürlich hier so ein bisschen die Frage der Möblierbarkeit, die hier jetzt noch verschärft wird durch dieses
Fensterelement. Also hier ist jetzt die einzige Wand, wo ich einen großen Schrank stehen haben kann. Und dann habe ich hier eben nicht die 60 cm eingehalten. Klar ist, dieses bodentiefe Fenster kann ich hier nicht weiter rausrücken, weil es dann hier zu knapp wird. Da könnte man sich jetzt überlegen, hier nur ein kleines Fenster zu machen. Dann könnte man hier wenigstens noch eine Kommode stellen. Oder man belichtet diese Ankleide, wenn man Tageslicht haben will, hier wirklich über ein Dachflächenfenster. Dann hat man nämlich diese Wand wirklich komplett als Schrank nutzbar und bekommt da mehr unter. Möglich wäre es natürlich auch, wenn man die Wand zum Bad ein bisschen versetzt, hier nochmal ein Kinderzimmer zu haben mit Zugang zum Flur. Das könnt ihr euch dann aber in den Grundrissen anschauen, die ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und jetzt kommt das Bad und da gibt es ein paar Überraschungen. Der Raum ist sehr groß. Wir haben eine Bodenfläche von 25 Quadratmetern, eine Wohnfläche von 22,5 Quadratmetern und klassischerweise ist dieses Bad auch gegliedert durch eine T-Wand. Die ist hier vorne 1,75 breit, da würde man auch locker einen Doppelwaschtisch hinkriegen und das würde ich euch auch empfehlen, weil das hier oben auch das einzige Bad ist, da auf jeden Fall zwei Waschbecken zu haben. Wenn wir jetzt hier rumkommen, gibt es die Überraschung. Die T-Wand ist nämlich nicht hier mit einer ganz hochgezogenen Wand gegliedert, sondern das ist hier offen und hier gibt es wirklich zwei Lichtkojen. Das ist hier also die Badewanne. Dieser Bereich ist 1,95 breit. Das Dachflächenfenster ist wirklich riesig. Das ist 1,10 mal 1,45 und das bringt natürlich jetzt hier nicht nur Sternguckeratmosphäre, wenn man in der Wanne liegt. Es bringt viel Tageslicht ohne Einblick von draußen und das bringt natürlich hier auch Stehhöhe unter der Dachschräge. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel das in so einem Bereich hier bewirken kann. Also eine absolute Traumwanne. Hier um die Ecke ist jetzt die Nische fürs WC. Auch da schauen wir mal kurz rein. Dieser Bereich ist jetzt 1,60 Meter breit, also ein bisschen schmaler. Aber für die Toilette reicht es auf jeden Fall. Und hier ist natürlich durch das Dachflächenfenster viel Licht auch ohne Einblick gegeben. Hier hat man natürlich jetzt wieder das bodentiefe Element, wo man dann natürlich mit dem Sichtschutz wieder gucken muss, ob man da von unten Plissés macht. Aber es ist natürlich toll, wenn einem da keiner reinguckt, weil man hier diese Sauna drin hat. Oben drüber ist nochmal so eine Zwischendecke eingezogen, da ist Stauraum drauf. Das ist jetzt von der Höhe so, ein großer Mensch kommt da auch noch dran, um diese Schiebetür auf und zu zu machen. Ihr braucht natürlich eine Leiter, um da hochzukommen. Könnte man sich auch so eine verschiebbare Bibliotheksleiter vorstellen, dann könnte man da vielleicht auch einen Ruhebereich machen für die Sauna. Auf jeden Fall ist da nochmal Stauraum und wenn ihr so eine Sauna haben wollt, bei der Planung nicht den entsprechenden Starkstromanschluss in der Ecke vergessen. Die ist jetzt eingebaut vom Saunabauer vor Ort. Der Haushersteller hat da einfach nur die Fliesen durchgezogen. Das ist natürlich wunderschön. Mit dieser Ganzglasscheibe hat man dann hier wirklich den Panoramablick nach draußen. Hier hat man jetzt noch eine Raumhöhe von knapp 2,10 Meter. Für die Sauna ist das natürlich ideal, wenn die nicht so hoch ist. Hier für die Dusche müsste man dann gucken. Wenn jetzt jemand wirklich 1,96 groß ist, wird es hier ein bisschen eng. Diese Duschfläche hier ist 1 Meter mal 1,60 Meter. Dieser ganze Bereich ist dann etwa 2 Meter breit. Das reicht also vom Spritzschutz an der Stelle auf jeden Fall aus. Hier ist noch ein etwas besonderes Fliesenformat an der Wand. Wir haben hier 70 mal 25 und wie gesagt, an der Stelle müsstet ihr euch auf jeden Fall hier oben dann auch so eine Elefantenhaut streichen, weil das spritzt ja dann auch, wenn man da so einen Duschkopf hat und dann wird das hier feucht. Aber das lässt sich auf jeden Fall alles regeln. Jetzt haben wir alle Räume hier im Musterhaus gesehen. Die Grundrisse verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung nochmal in unserer Hausdatenbank, wenn ihr in Ruhe gucken wollt. Und wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Bad Vilbel bei Frankfurt. In der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Hersteller ist im süddeutschen Raum ansässig und baut regional im südwestdeutschen Raum plus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch schon ein paar andere Haustouren gedreht, die ich euch nochmal einblende an der Seite, wenn ihr euch die anschauen wollt. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal.
am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.